Moin, willkommen zurück zum Gothic-Fiasko. Jetzt machen wir hier ein bisschen Rallen wieder. Oh, Leute, mit Georgian das zu ziehen, das ist schon eine Herausforderung. Der Typ hat's drauf. Ich kann auch nicht einzeln nur Georgian da rauslocken. Weil immer nur die ganze... Komm, die ganze Gang, kommt alle mit. Ich bleibe stehen. Und wenn Georgian seine Feuerspells benutzt, ist das jetzt gar nicht mal so schrecklich. Aber seine Eisdinger da, die sind schon sehr, sehr nervig. Okay, eins. Na, ja, wenn er Feuer macht, dann geht das. Pass auf, das wird funktionieren. Er darf nur nicht auf Eis wechseln. Weil Eis schon sehr, sehr imbar ist in diesem Spiel. Ja, ich weiß, du kannst mich nicht mehr sehen. Deswegen gehe ich auch woanders hin. Wieso kriegt sein Freund keinen Schaden dadurch? Wie wäre es, wenn wir ihn einfach mal in den Nahkampf locken hier? Scheiße! Tut was weh! Wieso ist er nicht tot? Oh Gott, oh Gott, ich werde gerade gegankt! Weg, raus, aus der Mitte, raus, aus der Mitte, raus, aus der Mitte. Okay, Georgian müsste jetzt wieder anfangen. Ja. Eis. Natürlich Eis. Eis tötet fast auf einen Schlag. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach immer. Es ist einfach immer. Warum habe ich nicht Magie gemacht? Guck mal, das ignoriert Rüstung und allem Zip und Zap. Dabei habe ich doch, glaube ich, schon ein Amulett des Adanos, das mir so ein bisschen Resistenzen auf all den ganzen Spaß gibt. Ich versuche mal was anderes hier. Ich mache erstmal Pause. Ja, das hast du dir auch verdient. Okay. Wie wäre es, wenn ich hier anfange? Weg mit der Waffe! Ja. Okay. Ende. Damit hätte ich schon den ersten. Ach, die interessiert das gar nicht. Na dann. Guck mal, ich habe hier... Uiuiui. Marus, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, immer schön mitkommen hier. Mitkommen nach unten. Ja, ja, hier ist schön. Hier ist schön. Am besten hier so. Nein, Marus. Marus, wo bist du denn? Marus, komm her. Ich hab was für dich hier. Candy habe ich hier. Marus. Da haben sie ein I bei dir im Namen vergessen. Okay, jetzt... Oh, na toll. Da sehe ich gleich schon wieder den Eisbell angeflogen. Uiuiui. Das bedeutet für mich, jetzt wird's hier lustig. Ach ja, durch die Wand, ich weiß es nicht, ey. Ich glaube auch. Georgian, ey. Mach die Tools aus. Und wenn du jetzt da runterkommst, dann hast du genau das gemacht, was ich wollte. Sag mal. Spiel, genau. Okay, andere Richtung. Besser als so wird's nicht. Bleib stehen! Komm, mach ihn tot. Alter, nein! Nein, es ist nur noch so wenig! Oh, scheiße, ey. Okay. Okay, okay, wo ist mein Heiltrank? Leute, das ist Action hier. Ach. Und keinen Bock mehr? Okay, ich bin safe. Ich kann hier einen Speicherstand machen. Denn ich könnte hier theoretisch raus teleportieren. Und jetzt hoffe ich mal, dass Georgian immer noch so wenig Lebensenergie hat. Aber ich glaube, er ist wieder voll. Natürlich ist er wieder voll. Kampf ist vorbei. Er ist wieder voll. Okay, ganz langsam runterlotsen. Ach, toll. Jetzt fängt er wieder mit Magie an. Eine tolle Wurst. Okay, das kriegen wir aber irgendwie hin. Leute, das ist zwar jetzt hier eine ganz, ganz verfahrene Situation, aber wir schaffen's. Bin mir ziemlich sicher, dass wir das irgendwie schaffen. Und derjenige, den wir hier umbringen müssen, alleine, der ist auch noch der stärkste hier von allen. Und was richtig scheiße ist, wir können doch nicht mehr hier runterlaufen, weil er durch die Wand ballern kann. Also das ist, kann man auch mal anders machen. Krieg ich dich da noch? Okay, Nomade, komm mit. Ey, komm mit. Nur er. Okay. Komm mit. Komm mit, Kumpel.
Nee. Okay, ist er tot? Nein, noch nicht. Ah! Sag mal. Sage mal. Riordian. Oh. Oh. Ah. Ich glaube, so ist es am besten. Oh. Da darf mich nichts von treffen, weil dann ist nämlich vorbei. Ja, genau! Aufhören! Sofort! Ich glaub's. Da trefft den. Schieß ich einfach durch den durch! Sag mal! Oh ja, hat wieder volles Leben! Oh mein Gott, ist das ein Scheißspiel! Ach, mein Fresse, ey. Ich glaub's auch, ey. Stirb! Ach, Mann! Alter, ist das scheiße gemacht hier. Ich komme hier nicht mehr klar. Wie viele Szenen gab's schon, wo ich eigentlich hätte gewinnen müssen? Aber nö, tötet den nicht, ist in Ordnung. Dann steht er wieder auf und dann heilen sie sich hier alle hoch und... Oh, ich krieg ihn noch. Krieg ich dich doch noch. Ja, ist gut, krieg mich doch. Komm mit, schieß nicht durch die Wand, sondern komm einfach mit hier runter. So, weiter. Komm weiter hier, Riordian. Ist cool hier. Komm hier. Komm hier. Weißt du, wer der Gegner ist? Weißt du was? Wenn du so blöd bist und dagegen Stein ballerst, ne? Ach, dann gleich wieder deine Freunde hier, ne? Ja, ja. Alleine kannst du nichts. Oh Gott, nein. Das Problem ist, dass ich hier auch in der Sackgasse bin, ne? Das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach hier lustig raufklettern. Das heißt, könnte ich schon. Na, siehst du mich nicht mehr? Okay, ich schaff's aber. Ich brauche nur einen Blindspot, wo ich ihn wirklich exekuten kann hier, so. Okay. Mach's halt zweimal, Junge. Mach's halt zweimal. Ist auch cool. Okay. Und Riordian ballert wie so ein verrückter... ein verrückter Bartschweinzüchter einfach nur gegen die Fässer. Okay, Nahkampf. Überraschen. Okay. Der ist doch nicht so schlecht. Okay, das könnte es gewesen sein. Ja! Okay. Ach, was ist denn das? Kommt einer aus der Wand? Ich werde ja. Ich bleibe nicht verschont, Leute. Das ist. Oh, guck mal, ey. Schießen wir einmal rein. Passiert nichts. Assassinenschwert. Ich brauche unbedingt deinen Knüppel. Habe ich den schon? Ja, und jetzt bloß weg hier. Bleib stehen! Obwohl, muss ich ja alle umbringen? Dann kriege ich wahrscheinlich. Maurus hier, zack. Pfeil. Okay, jetzt kommt er hier aus der Wand raus. Glaube ich. Nee, kommt er nicht. Der kommt nicht. Der kommt nicht aus der Wand raus. Aber ich schaff's. Ich kann jetzt hier alle Leute wegfletschen. Oh, guck mal, der ist aus der Wand raus. Okay. Den muss ich noch hier eliminieren. Während der andere Kerl hier mit dem Pfeil und Bogen versucht zu schießen. Und schön daneben. Holz. Super. Und Ende. Ja, Leute, das hätten wir geschafft. Diese Höhle wäre damit ausgeräuchert. Und zur Feier des Tages lesen wir nochmal auf der Steintafel. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varrant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft.
Ah. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich jetzt hier... Ich bin hier angespannt, ohne Ende. Da ist nichts zu holen. Huiuiui. Das war eine Nummer, ne? Aber wir haben es geschafft. Wir haben das hier alles erledigt. Und da war auch sehr, sehr, sehr viel Gothic 3 Glitchfesten mit dabei. Muss man leider sagen. Also, ich bin ehrlich, ich fand's scheiße. Also, eigentlich hätten wir schon 5-mal gewonnen gehabt. Aber nö, dann haben die sich alle wieder hochgeheilt. Ja, ich will jetzt nicht ausschließen, dass mir Dario und das Riordian wahrscheinlich hier so ein Heal-Spell auch noch hat. Wahrscheinlich hat er den, aber... Das mit dem in die Wand rennen und dann von da aus kämpfen und durch die Wand ballern, das war schon alles sehr, sehr, ja, merkwürdig. Ach, guck mal, ein Seelenkelch. Super, ne? Bis zum nächsten Morgen habe ich geschlafen. Und dann holen wir uns mal die nächsten Wassermagier hier. Wie viel Ruf habe ich jetzt bei den Assassinen? 61. Und ich werde erst mit 75 nach Ishtar gelassen. Das heißt, wir haben noch eine Menge zu erledigen. Aber so viel auch nicht mehr. Denn, wenn wir jetzt für 10.000 Gold uns von einem Affen einen rund... Also, wenn wir für 10.000 Gold, meine ich, den Schlüssel kaufen, dann haben wir doch alle, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich da verzählt habe. Also, ich meine, den haben wir dann alle, wenn wir jetzt zu Saturas gehen, ihm mal schön die Kasse nach hinten hauen und dann einen Schlüssel kaufen. Dann müsste es das doch gewesen sein, oder? Ach, Lester, vielleicht kann ich ihn ja auch überreden, mitzumachen. Ich habe nämlich keine Lust, Lester auch noch umzubringen. Obwohl. Hi ho, Kumpel! Wie er immer so schön gesagt hat. Der alte Versager. Das war ein richtiger Feigling damals. War der immer. Also zumindest Diego, Milton und Gorn, die haben ja immer noch was gemacht. Die waren ja immer noch in der Geschichte, haben mitgekämpft und wie wir mit Gorn die freie Mine geholt haben. Also die nicht mehr ganz so freie Mine wieder frei gemacht haben. Das war auch schön. Und mit Milton haben wir ja auch beim... Ja, wer war das? Das haben wir mit Milton gemacht. Oh Gott. Leute, das will ich nicht. Ich dachte, hier ist Saturas. Oh, nicht so Skeletti-Boys. Nee, Jungs, es tut mir leid, aber ich habe gerade keine Lust auf euch. Das heißt, tut mir gar nicht leid. Und wenn man hier so ein bisschen geil über die Mauern abkürzt, dann verfolgen die einen auch nicht mehr. Gut. Ich glaube, das war mal schön, als hier noch so ein bisschen Wasser geflossen ist. Hallo Saturas. Na, kennst du mich noch? Du warst doch derjenige, der mich nicht mochte, oder? Hey. Boah, bin ich froh, dass wir diese verdammte Geschichte da hingekriegt haben. Oh mein Gott. Lehre mich das höchste Wissen der Wassermagier. Weg des Wissens? Was willst du jetzt? Bring mir was. Bring mir etwas über alte Magie bei. Kannst du einfach mal mit mir reden? Ich will nämlich mal wissen. Dazu bist du noch nicht bereit. Ach, du hast eine andere Stimme. Ja gut, dann finde ich das auch nicht so schlimm, wenn ich dich jetzt hier umbringen muss. Oh Gott. Hör auf! Lass das sein. Hör auf mit der Magie-Scheiße da. Heult wie ein Mädchen hier. Oh Gott. Okay. Und Schluss. Saturas wäre erledigt. Und wir haben den ersten Tempelschlüssel von Al-Shedim. Yay. Und jetzt lesen wir seine Steintafel. Mal gucken, was da drauf steht. Uninteressant. Na gut. Dann eben nicht. Ich hatte gedacht, da steht irgendwas von nackten Frauen drauf, aber nö. Wahrscheinlich steht da was von nackten Frauen drauf und er findet es einfach nur uninteressant. Das kann natürlich auch sein. Hier war doch irgendwo noch einer. Und ich meine, Lester war hier auch in der Nähe. Okay, da hinten ist noch einer.
Sag mal, was ist hier eigentlich? Guck mal, wie viel Schnaps hier rumliegt. Sag mal, ihr sollt hier arbeiten. Nicht euch besaufen. Müx hier. Zeig mir deine Ware. Hast du denn genug Geld? Ja, guck mal hier, die ganzen Assassinenschwerter. Aber frage nicht, wo ich die her habe. Ach, nur Kampfstäbe? Ich dachte, das wäre hier so eine richtig gute Geschichte mit Geld und so weiter. Nee, natürlich nicht. Puh, nur Schrott wieder dabei. Tolle Wurst. Wo kann ich denn hier schlafen? Hier ist ein Bett mitten in der Wüste. Wolltest du das nicht so ein bisschen windgeschützt aufstellen? Sonst hast du am Morgen nur so Sandkörners in den Nasenlöcher und das ist echt unangenehm. Okay, Müxi. Wolltest du mal... Waffe weg! Na bitte, geht doch. Okay, Waffe weg. Du schlägst mich. Okay, okay, Kumpel. Er ist der Größte, ne? Töte den Wassermagier Müxi. Das hätten wir auch geschafft. Okay. Und den Schnaps nehmen wir alle mit. Bei Goofy und Max gibt's jeden Tag einen Schnaps. Wie viel Schnaps hier rumliegt? Die haben sich hier besoffen. Ohne Ende. Und hier sagen sie, ja, wir machen die Ausgrabung. Und dann alle besoffen. Aber zumindest von Arbeitssicherheit haben die ein bisschen Ahnung. Obwohl, das müsste ja auch hier ein bisschen ausgeleuchtet sein, ne? Sehr gut. Damit hätten wir Geralt. Einmal teleportieren und wir sind die Könige der Wüste. Das ist ein bisschen sandig hier gerade, ne? Alles voller Sand. Sand, 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 Sand. Sand, Sand, Sand. Wegen der Wassermagier. Sprich schnell. Was hast du zu berichten? Satoras ist tot. Das ist die beste Nachricht, die ich je gehört habe. Satoras war der oberste Wassermagier, soweit ich weiß. Reife Leistung. Hier ist deine Belohnung. Yeah! Lyxia ist erledigt. Großartig! Einer weniger von diesen falschen Propheten. Guter Mann. Hier, dein Lohn. Riordan ist Geschichte. Du hast es echt drauf, was? Gute Arbeit. Nimm dies. Super. Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Ja. Alles klar. Gut, jetzt haben wir die ganzen Tempelschlüssel und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss.